Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Im heutigen Video zeige ich euch die Shop-Aktualisierung, die Show-Aktualisierung und natürlich darf am Ende die Shop-Rotation nicht fehlen. Ich habe sogar noch einen weiteren möglichen Leak für euch, also bleibt einfach dran und genießt das Video. Zunächst einmal zur Show-Auswahl. Ihr habt sicherlich alle schon gesehen, die Wackex-Prüfungen sind endlich da, für 2 Tage insgesamt noch. Und danach wird ja vermutlich der Sturzball-Cup kommen, für die restliche Laufzeit bis zum Mid-Season-Update. Wie schon öfter angesprochen, soll das Mid-Season-Update am 12. Mai herauskommen. Eventuell könnte es auch am 13. Mai herauskommen, das steht noch gar nicht so genau fest. Wenn es am 12. Mai herauskommen sollte, dann würde der Sturzball-Cup nur 2 Tage dauern, nicht wie die anderen Shows 3 Tage. Und dann gehen wir auch direkt weiter in den Shop. Der hat sich ja auch gestern aktualisiert, mit dem Gesicht digital für eine Krone. Ihr wisst ja alle, dass ich die Gesichter sammle, von daher ist es gar keine Frage, ob ich mir den hole oder nicht. Und eine Krone ist ja auch nie so viel. So, dann haben wir hier noch das Kostüm Batteriebetrieben, das Unterteil für 2000 Kudos, hatte ich auch im letzten Video angekündigt. Holen wir uns auch direkt. Und genauso das Oberteil Batteriebetrieben, 2000 Kudos. Ich muss sagen, die Arme sind so ein bisschen befremdlich hier an der Bohne. Sehen so ein bisschen aus wie Lego-Arme, ich hole mir den trotzdem mal. Schauen wir aber nochmal, wie wir uns den da einkleiden dann. Bei den normalen Dingen haben wir das Muster Rennwagen. Dann haben wir hier die Bildzeilen für 5000 Kudos. Sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, den hole ich mir auch mal. Dann haben wir das Unterteil Wolli. Das Namensschild Ich liebe Fall Guys. Den Spitznamen Dotterretter. Und das Oberteil Tomate. So, ich ziehe mich mal kurz um. Und so sieht das Skin Batteriebetrieben aus mit dem Muster Bildzeilen. Ausgesucht und natürlich dem Gesicht digital. Gar nicht mal so schlecht. Passt meiner Meinung nach alles relativ gut zusammen, auch mit der Farbe. Das Gelb könnte vielleicht ein bisschen dunkler sein und das Blau auch. Und dann, Freunde, habe ich euch ja noch die Shop-Rotation für den 10. Mai versprochen. Also passt auf. Am 10. Mai bekommen wir jetzt doch endlich den Auto-Admin-Skin für 7000 Kudos jeweils. Ober- und Unterteil ist ja so ein schwarzer Frosch-Skin, den hatten wir auch schon im Shop. Und dann für eine Krone haben wir das Namensschild Amped Up. Also wenn ihr euch das holen wollt, spart noch ein bisschen, wenn ihr nicht schon genug habt. Und dann könnt ihr euch die 3 Sachen auch holen. Und dann habe ich euch ja noch einen weiteren möglichen Leak versprochen und den seht ihr jetzt. Das war eine mögliche Variante für das Level Skiflug und wenn ich mir das Level so angucke, dann was zum Teufel haben sich die Entwickler da ausgedacht? Also das würde ja die ganze Taktik, die man bisher immer angewendet hat, über die Außen zu gehen und dann am Ende in die Mitte reinzuspringen, um die 5 Punkte zu kriegen, würde ja komplett außer Kraft gesetzt werden, wenn am Ende halt erstmal diese Eisflächen kaputt gemacht werden müssten, wie bei Dennis Eis. Zumal wir dann auch noch einen Low Gravity Feld in der Mitte haben, was es ja deutlich einfacher machen sollte, dann durch die Ringe in der großen Scheibe zu springen, oder? Was meint ihr? Credits für die ganzen Leaks gehen mal wieder raus an @crankyfg und @fgpancake. Schaut gerne auch bei ihnen auf der Twitter-Seite vorbei, die haben immer die neuesten Leaks und Updates für uns. So Leute, das war's dann auch wieder von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Wackex-Prüfungen, sammelt viele Kronen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.